Die Frage ist tatsächlich, wann die Verhandlung überhaupt Sinn macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Herr Putin selbst am Verhandlungstisch sitzt. Ich glaube eher, dass es andere Szenarien geben wird. Nämlich? Das beste Szenario wäre natürlich, dass Putin abgelöst wird, dass ein anderer vielleicht auch... Putsch, ein Militärputsch. Das wäre natürlich das Beste. Die zweite Möglichkeit, ohne zu wissen, wer danach kommt. Man weiß ja nicht, vielleicht kommt jemand, der Frieden möchte, vielleicht kommt jemand, der noch wahnsinniger ist. Zweites Szenario ist natürlich, dass dieser Krieg sich festsetzt. Danach sieht es zurzeit aus. Sie haben ja gesagt, die Fronten verhärten sich. Es kommt zu diesen Grabenkämpfen. Dann wird es noch länger dauern. Und dann, man spricht davon, dass Russland das neue Nordkorea wird. Komplett isoliert, komplett verarmt, aber mit einem weiterhin existierenden Konflikt.